Ratten in den Heizungsrohren, Uringestank und feuchte Fußböden überall. Das alles war einmal. Alles das beschrieb das Haus in diesem Video recht gut, aber das ist jetzt vorbei. Das Haus, um das es heute geht, hat eine tolle Transformation durchgemacht, ist inzwischen grandios renoviert und auch an eine junge Familie frisch vermietet. Die ganze Story zu diesem Haus siehst du in diesem Video. Let's get into it! Deluxe Show. Auf meinem Kanal hier nehme ich dich mit in teilweise recht wilde Immobilien hier in den USA. Ich bin selbst Investor hier vor Ort in Philadelphia und berichte aus erster Hand, wie ich hier Immobilien kaufe, renoviere und auch vermiete. In meinem letzten Video habe ich dir ein Einfamilienhaus hier in Philadelphia vorgestellt, bei dem viele Investoren, naja, rückwärts rausgehen würden, weil sie sich so eine Renovierung gar nicht zutrauen und aus meiner Sicht so eine Chance auch ungenutzt verstreichen lassen. Wir tun das nicht. Falls du das erste Video, das Vorher-Video zu diesem Haus verpasst hast, dann kannst du dieses Video hier kurz anhalten, das Vorher-Video hier oben anklicken und angucken und dann hier weiterschauen. Die Vorher-Nachher-Transformation ist überragend. Es lohnt sich auf jeden Fall, beide Videos zu schauen. Das Haus ist inzwischen fertig renoviert und nach wenigen Tagen am Markt auch bereits toll vermietet. Die Renovierungsdauer betrug wenige Wochen. Die Reno-Kosten und alle Zahlen siehst du am Ende dieses Videos. Also dranbleiben. Jetzt gehen wir erstmal direkt ins Haus. Schauen wir uns das mal an. Hier wurde schon mal der Concrete Slab gemacht, also der Bürgersteig. Das war keine Pflichtleistung, aber also nicht von der Stadt vorgegeben, aber das musste einfach gemacht werden, das sah nicht mehr schön aus. Und dann sind hier 8 oder 9 Platten geworden, also hier das Haus gehört auch mit in den Bestand, aber 3, 4 Platten hier und ein paar Platten da. Schön. Das ist die Straße. Das ist die andere Richtung. Das Haus ist in den letzten Zügen. Das heißt, die Jungs sind noch drinnen am Machen, aber trotzdem, schauen wir es uns an. Los, komm, gehen wir rein. Ja, bei den Eingangsbereich. Hier haben wir jetzt ein Wohnzimmer. Das ist gar nicht so klein. Also hier haben wir noch so einen Spiegelschrank, der ist erhalten. Der muss noch geputzt werden, das ist alles. Der Kamin ist wie immer ein Lüftungsauslass. Dann haben wir hier ein Esszimmer mit einer Durchreiche aus der Küche. Der teuerste Countertop hier. Dann haben wir hier hinten die Küche. Die komplette Küche ist neu. Da hinten gab es ein paar Balken, die waren morsch. Ja. Hier kommt Waschmaschine und Trockner hin und hier geht es hinten raus. Einfach, aber super, funktioniert. Gehen wir nach oben. Hier oben haben wir jetzt 3 Schlafzimmer. Hier ist Schlafzimmer Nummer 1. Hinten raus, schön hell. Das hier ist ein Kleiderschrank oder Linen Closet heißt es hier. Dann haben wir hier nebendran das Badezimmer. Ja, die Putzgrube kommt nochmal. Dann haben wir hier noch so ein Durchgangsschlafzimmer oder Office, je nachdem. Und hier das Master Bedroom, ich würde sagen das Jagdzimmer des Hausherrn hier. Auch wieder hier. Tapete zum Niederknien, grandios. Schöner Teppichfußboden. Und hier oben gibt es wieder ein paar kleinere Lüftungslöcher, das heißt, das Dach ist auch schad, das muss auch neu gemacht werden. Und hier sind wir dann in diesem ehemaligen Jagdzimmer, da waren die Wände schön hölzern gemasert, hier oben war ein mega Loch, alles repariert, Dach ist neu. Ja, schaut doch geil aus, oder? Kommen wir zu den Zahlen und Fakten zu diesem Haus. Hier ist die Adresse 2355 North Woodstock, 3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1200 Square Feet und All-in, Kaufpreis 70.000. Das beinhaltet 66.250 Kaufpreis und natürlich auch die Closing-Kosten von 3.750, also die Kaufnebenkosten. Reparaturen sind 31.000 gewesen. Was war da alles drin? Neue Patio, also der ganze hintere Bereich hinter dem Haus, der war von den Hunden oder was wir auch immer die für Tiere gehalten hatten,
der ging nicht mehr, der war einfach hin. Da stand das Wasser, der war uneben und da gab es so Wasserpaddel. Das musste weggemacht werden, das heißt, es wurde eingeebnet und wurde mit Concrete Zement gelevelt, also glatt gemacht und dann halt auch eine Drain eingebaut, dass das Wasser, was dann Regenwasser und was auch immer, was da hinten kommt, dass das auch abfließen kann. Genau, das Roof, also das Dach musste neu gemacht werden für 4.500. Materials, das waren jetzt alles, was drinnen verbaut wurde. Die Reparaturen an sich, die Labor, 12.000 und natürlich auch kleinere Handwerkerarbeiten, 2.000. Das heißt in Summe 31.000. Das Haus kostet so $900 Property Tax im Jahr, Insurance 936. Dann muss man noch Property Management abziehen und die Wartung, also Rückstellung für Reparaturen. Bei $1.200 Income jeden Monat, das heißt für $1.200 wurde das an die Familie jetzt vermietet, ist das Ganze immer noch ein Multiple von 7, also der Faktor oder auch GRM, Gross Rent Multiplier, ist 7. Also innerhalb von 7 Jahren hat man den gesamten Kaufpreis durch die Bruttomiete wieder drin. Zeigt mir ein Beispiel in Deutschland, was das kann. Die Bruttomietrendite für dieses Objekt sind 14,2% und netto kommt für den Investor am Ende 8% Rendite unterm Strich raus. Das heißt, Taschengeld jeden Monat $687. Gar nicht so schlecht, oder? Würdest du so ein Objekt mitsamt den Ratten hier in Philly kaufen und dir auch so eine krasse Renovierung zutrauen? Schreib mir das mal in die Kommentare. Auch wenn du Themenwünsche hast und was zu Immobilien hier in den USA genauer wissen möchtest, feel free, nutz die Kommentare unter den Videos und gib mir Feedback. Vielen Dank dafür. Du siehst anhand der Zahlen und Bilder, dass sich der Aufwand und das Risiko mit diesem Rattenhaus gelohnt hat. Das Haus konnte innerhalb kürzester Zeit komplett transformiert werden. Das Reno-Budget und der Zeitplan wurden vollständig eingehalten. Und vermietet wurde das Haus auch innerhalb weniger Tage. Die Details zu jedem Haus sind hier in den USA völlig transparent und auch öffentlich einsehbar. Du kannst meine Aussagen zu diesem Haus auch selbst überprüfen. Der Link zum Zillow-Exposé, den findest du in der Beschreibung unter dem Video. Da kannst du direkt aufs Haus gehen, siehst, wann das Haus gelistet, verkauft und wann es zur Miete ausgeschrieben war. Keine 4 Wochen vom Kauf bis zur Vermietung. Für diesen Investor hat sich das gesamte Projekt auf jeden Fall gelohnt. Gekauft für $70.000 inklusive Kaufnebenkosten. Renoviert für knapp $31.000 und nun vermietet für $1.200. Der gesamte Prozess hat 4 Wochen gedauert. Na, nicht ganz. Das heißt, der Investor hat $101.000 bar investiert und bekommt nun direkt innerhalb weniger Wochen 8% Netto-Rendite aus diesem Objekt raus. Das Ganze war ein Cash-Deal, also der Investor hat das Geld bar auf den Tisch gelegt. Naja, nicht bar hier in den USA. Ist es ein Scheck. Er kann aber jetzt mit diesem Haus zur Bank gehen und das Haus finanzieren, also refinanzieren lassen. Damit kann er jetzt sein gesamtes Kapital wieder rausziehen und das Ganze wiederholen mit dem nächsten Haus. Dieses Prinzip nennt man BRRRR. Buy, Rehab, Rent, Refinance und Repeat. So ein BRRRR-Beispiel habe ich dir schon mal in einem Video zusammengestellt, was ich jetzt hier oben verlinke. Da kannst du dir das Ganze nochmal anschauen. Danke, dass du bis zum Schluss dieses Videos durchgehalten hast. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.